So, nachdem wir dann zum ersten Mal einen Link gesetzt haben, wenn auch nur in einem Tutorial, geht es natürlich dann halt auch wirklich in die heiße Endphase. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis man tatsächlich in einem Spiel ein Feld erstellen kann oder darf. Und naja, gut, vielleicht trifft man da irgendwelche Cracks, die einem da so ein bisschen bei helfen können. Auf jeden Fall gucken wir hier jetzt mal weiter bei diesen Missionen, die man zum Training erledigen kann. Und da haben wir als letzten Punkt Fields. Und das ist natürlich dann genau das, worum es bei Ingress eigentlich geht. Man erschafft diese Felder und diese sollen dann halt die Menschen schützen, unterstützen, je nachdem, welcher Fraktion man angehört. Und naja, es gibt unterschiedliche Fraktionen. Was ich bei dem Spiel halt finde, ist, das ist so ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Man spielt zwar so ein bisschen gegeneinander, aber im Endeffekt spielt man immer noch miteinander. Und deswegen immer offen sein und dann funktioniert es, glaube ich, auch mit dem Game. Ich meine, es kann ja auch sehr von Nutzen sein, wenn man Spieler der gegnerischen Fraktion als Freunde hat, wenn man halt selber vorankommen möchte. Da gibt es ja auch so ein paar Tricks und Kniffe und da kann man dann halt einfach mal gucken. Dann gucken wir mal hier, was hier bei Fields steht und gucken uns das Briefing an. Und dann geht's auch schon direkt los. Dann erstellen wir unser erstes Feld. Incoming message. The most important goal we have is to protect humanity from enemy ingression. We do that by connecting portals and forming protective fields. Fields are formed by three connected portals. Obtain portal keys and use them to create two additional links to form a triangle. Move to the third portal and hack it to obtain a portal key. Mission activated. Target in range. Just obtained can be used to create a link to this portal. Move within range of another portal. Hack this portal to acquire resonators. Deploy 8 resonators to this portal to make it link capable. Portal key. Online. Good work. Resonator deployed. 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 Portal is fully resonated and ready for linking. Select Link to begin the process. Establishing portal link. Portal link established. Excellent work. Hack this portal and deploy 8 resonators. Acquire resonator. Portal key. Resonator deployed. Portal online. Good work. Resonator deployed. 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 Link this portal to another nearby portal. Establishing portal link. Portal link established. Excellent work. Now, link to a third portal.
An XM field will be created. Establishing portal link. Portal link established. Field established. Excellent work. Mission complete. Excellent. You have created an XM field. XM fields shelter humans in this area from Shaper aggression. Protecting humans is your primary objective. Our goal is to protect the entire human population. I maintain a constantly updated count of protected humans. Each protective field adds to this total. The Shapers are attempting to establish fields as well, through which they intend to infect and alter human thought. If you encounter them, you must destroy them. Well done. The mission objectives have been achieved. Mission complete. Okay, Google, zeig mir die kürzeste Strecke nach Herzberg am Harz.